Hallo meine Lieben, in meinem heutigen Video möchte ich euch diese süßen Katzenmasken vorstellen und zeigen, wie schnell man die auch für die Party am Abend noch fertig machen kann. Wir brauchen nicht viel dafür. Wir können sie entweder in Pappe arbeiten, dann braucht man aber wirklich eine gute feste Pappe im Tonkarton. Oder wir arbeiten die Masken wie unsere anderen Masken, die ich euch schon gezeigt habe, in Moosgummi. Natürlich, wenn ihr sie nicht bemalen wollt, sondern edler haben wollt, geht auch so eine Pappe in Hologrammfolie. Und natürlich brauchen wir noch ein Gummi, entweder ein Hutgummi oder ein etwas breiteres, um sie am Kopf zu fixieren. Oder wir befestigen rechts und links ein Band und ihr bindet sie mit einer Schleife dann am Kopf fest. Die Masken sind nicht nur für Erwachsene zu gebrauchen. Natürlich kann man die auch lieben gern für Kinder fertigen, entweder für Fasching oder für eine Party, für einen Kindergeburtstag als Bastelidee oder als Einladungskarte, als Tischdeko. Das funktioniert alles. Also für groß und klein. Basteln wir jetzt solche Katzenmasken. Wir brauchen für unsere Grundlage erstmal eine Pappe. Da könnt ihr euch eine Verpackungspappe nehmen. Und ich zeige euch nochmal die Katze jetzt etwas länger. Die legen wir auf. So rum passt sie. Und um festzustellen, ob der Nasenausschnitt passt, ist es immer ganz praktisch, eine Sonnenbrille zu nehmen und sie nachzuzeichnen. Das ist jetzt eine Erwachsenensonnenbrille oder hier eine Kindersonnenbrille. Und dann können wir das schön danach arbeiten und ausschneiden. Dann passt das auch gern für die Kleinen. Und den Augenausschnitt. Das muss man dann wirklich sehen, dass man das bei sich oder bei dem Kind dann austestet. Man macht erst ein kleines Loch und schneidet das dann etwas größer, dass es wirklich sehr angenehm ist. Ich will jetzt nochmal von oben drauf gehen, damit ihr ganz genau die Form der Katze seht. Und das könnt ihr vielleicht einen Screenshot machen und euch dann ausdrucken und auf ein Blatt mit DIN A4 legen. Und so benutzen. Dann nehmen wir jetzt einen Stift, fahren entlang wie gesagt, also ich mache mir immer eine Vorlage, die behalte ich dann auch. Weil zum Kindergeburtstag das Basteln, Nachbasteln mit den Kindern. Das macht immer viel Spaß. Oder für eine Tanzgruppe haben wir das schon benutzt. Und das sind alles meine Entwürfe. Es kommen auch noch mehr. Mit der Katze fange ich an. Und dann zeige ich euch nach und nach in kurzen Videos dann noch andere Tiere, die dann genauso nachgearbeitet werden. Jetzt haben wir es nachgezeichnet. Und jetzt schneiden wir es erst einmal aus. Die Umrisse sind jetzt da ausgeschnitten. Und für die Augen nehme ich ganz gern so eine ganz spitze Schere. Natürlich könnt ihr auch einen Cutter nehmen. Oder was auch prima geht, ist so eine schöne kleine Nagelschere. Und dann machen wir uns erstmal Loch rein und schneiden aus. Wenn ihr das jetzt für euch fertigt, das ist das Beste, ihr haltet euch das einfach mal auf die Nase und drückt die Pappe so ein bisschen ein, wo am besten das Auge ist. Macht einen kleinen Punkt und schneidet euch schon mal ein Loch ein oder bei dem Kind dann auch. Natürlich nicht am Auge, sondern über eure Arbeitsplatte. Und dann habt ihr auch den richtigen Augenausschnitt und den könnt ihr auch immer ein bisschen wieder vergrößern. Ich würde ihn nicht gleich sehr groß schneiden, sondern immer ein bisschen vergrößern, wie das so richtig angenehm ist, dann zum Durchschauen. Wir haben jetzt ausgeschnitten und es ist ganz wichtig, wenn ihr das Gummi dann einfädelt, dass ihr ein kleines Loch macht, das vielleicht noch ein bisschen von hinten mit Tesa umklebt. Und
wie wir es jetzt da hier auf den Masken gemacht haben, ist es ganz gut, nochmal so ein extra Teil mit dran zu kleben. Entweder in Pappe. Am besten ist es aber wirklich, wenn ihr noch einen Rest Moosgummi habt, das dann aufzukleben, weil das hält das Gummi wirklich sehr. Es polstert ein bisschen ab und es drückt dann auch nicht so. Jetzt kommen wir zur Bemalung. Bei der Pappe ist es ganz schön und einfach, das mit Wachsmalstiften anzumalen. Das geht wirklich prima. Natürlich könnt ihr auch Permanentmarker nehmen, aber die gibt es ja nicht in extrem vielen Farben. Und mit der Wachsmalkreide geht das wirklich ganz toll. Und es schimmert auch, wenn wir jetzt farbige Pappe haben. Es ist ja nicht alles nur weiß. Es schimmert dann auch wirklich sehr, sehr schön. Also malen wir jetzt die Nase ein. Dann kommen hier die Bäckchen, die Schnurrhaare, noch so ein paar Punkte. So, dann können wir hier oben noch wie so ein Fleck aufsetzen oder was ihr euch so ausdenkt. Natürlich brauchen wir auch noch ein bisschen was für die Ohren. Das ist dann ganz euch überlassen. Das wird vielleicht nur so hell sein. Und das. So wäre jetzt die Grundlage. Ihr seht ja, hier habe ich schon eine Katze fertig gemacht. Und dann unsere schwarze hier. Und zum Befestigen am Kopf nehmen wir entweder so eine Gummilitze, so was Schmales. Ihr könnt aber auch eine breitere Gummilitze nehmen. Oder ihr nehmt solch ein dünnes Band und verknotet es dann hinter dem Kopf. Das liegt bei euch. Und wir nehmen das Gummi von vorne nach hinten und machen hinten den Knoten. Und hier bei dieser Katze habe ich sogar das Gummi doppelt genommen. Ich habe es eingefädelt und dann nur einen Knoten auf der einen Seite gemacht. Einfach verknotet und dann doppelt genommen. Dann hält es auch wesentlich besser. Und man kann es auch ein bisschen auseinanderschieben, dass es eins etwas höher am Kopf ist und eins etwas niedriger. Das sind jetzt unsere Katzen in Pappe. Natürlich kann man das auch prima in Moosgummi arbeiten. Also ich finde Moosgummi noch schöner, weil es ist wesentlich weicher, es ist sehr flexibel, es reißt weniger ein. Man muss halt nur sehen, welche Farbe man da benutzt zum Anmalen, weil ein bisschen Deko will man ja auch noch haben, dass es ein bisschen lebendiger wirkt. Und da haben sich wirklich diese Permanentmarker sehr bewährt. Man muss sie dann nur gut trocknen lassen und dann hätte man auch da eine Maske von. Ich habe jetzt noch mal eine Maske gearbeitet in dieser wundervollen Hologrammpappe und das kann man dann natürlich auch noch ausarbeiten, wenn man vielleicht einen Strassstein oben aufklebt. Das ist dann immer ganz gut mit der Heißklebepistole. Vielleicht noch ein bisschen Glitzer aufbringt. Auch zusätzlich noch mal einen Strassstein. So richtig was Edles daraus macht. Vielleicht mal in die Augenwinkel. Ganze Ketten aufbringt. Glitzerketten, Paillettenbänder. Bei den anderen Masken zeige ich euch dann nochmal, wie man mit Federn arbeiten kann. Dann bringen wir nur noch das Gummi an. Einmal am Kopf messen, ein bisschen Spiel dazugeben von Knoten. Dann doppelt nehmen. Abschneiden. So, hinten habe ich es schon doppelt geklebt. Nochmal ein
Teil dahinter. Dann nehmen wir die Spitze von der Schere oder eine dicke Nadel. Gehen da vorsichtig durch. Die andere Seite auch. Wie gesagt, es ist schon doppelt geklebt hinten. Wichtig ist halt, dass er das Gummi ansetzt in Augenhöhe. Dann fädeln wir auf. Das Gummi ist jetzt eingefädelt durch unsere Löcher und wir machen einfach nur einen Knoten in die beiden Enden, weil wir es ja doppelt genommen haben. Und dann haben wir ein doppeltes Gummi, um es dann anzuziehen. So, das wäre jetzt meine Idee für die Katzenmasken. Und es kommen jetzt immer wieder kurzfristig neue Masken dazu, weil so lange dauert es ja nicht mehr, bis wir es brauchen. Und ihr solltet ja auch genug Zeit haben, es nachzuarbeiten. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr schaut beim nächsten Mal wieder rein. Euch eine wundervolle Woche. Tschüss!